Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und ich muss euch mal wieder über was informieren, und zwar über eine Radikalkur des Gamerscheck LP-Kanals. Denn ich habe eine komplette Umstrukturierung vor. Aus persönlichen Zeitgründen sowie auch wegen euch, weil ich denke mir mal, es ist einfach zu viel Content, den ich liefere, den ihr überhaupt nicht anschauen könnt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir werden die ganzen Sachen ein wenig schrumpfen. Als erstes sei gesagt, dass das The Forest Projekt, das ich mit Revano alleine gemacht habe, das ist, seht ihr das bitte als beendet, als abgebrochen, das ist fertig. Das wird es nicht mehr geben. Dafür ist aber jetzt die Forest Pimmel Party ins Leben gerufen worden, wo diese ganzen vielen Leute mitmachen. Das macht uns eine Menge mehr Spaß, als alleine darum zu hüpfen. Und und das kommt auch zum Beispiel nur samstags. So, und deswegen werde ich den Kanal daraufhin auch so ein bisschen anpassen, muss man sagen, und werde jetzt bloß noch Content an bestimmten Tagen bringen oder bestimmte Spiele nur an bestimmten Tagen. Das Einzige, was bleibt, ist Ark Tribe Wars. Das wird täglich ausgestrahlt. Ansonsten wird es so sein, dass am Montag und Mittwoch The Crew kommt, am Dienstag, am Donnerstag The Witcher 3 und Empyrion. Freitag und sonntags kommen Far Cry 4 und The Elder Scrolls Online. Und samstags, eben nur samstags, kommt dann The Forest Pimmel Party. Und ja, wie gesagt, täglich dann eben Ark. Und ich glaube, das ist ein wenig besser. Und ich werde dann in Zukunft schauen, wie ich dann so die Projekte beendet habe und wie ich das so mache, dass wir dann eben es schaffen vielleicht, oder dass ich das dann eben schaffe, dass in der Woche nur noch 5 Projekte sind. Und also, dass in der Woche bloß noch 5 Parts kommen, täglich ein Video. Ich glaube, da ist jedem mehr geholfen. Und ich glaube auch, da sind wir alle mehr zufrieden. Und vielleicht werden dann sogar die Aufrufe besser. Das wünsche ich mir ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe meine Aufrufe schon pro Tag. Aber was mich stört, ist eben, dass diese Aufrufe nicht auf den neueren Videos sind. Das finde ich so schade. Das sind alles auf den alten Videos, kriege ich hier sonst wie viele Aufrufe. Deswegen habe ich auch so viel Klicks. Ich habe ja über 1 Million Klicks und habe 3400 Abonnenten, und alle fragen sich ständig, hast du gekauft oder bla bla bla. Nein, das liegt einfach daran, dass die alle die alten Videos gucken. Haufenweise alte Videos werden geguckt und die neueren werden nicht aufgerufen. Beziehungsweise dann eben später, wenn sie dann älter sind. Und ich glaube einfach, das liegt wirklich daran, dass zu viel kommt. Dass einfach zu viel am Tag kommt. Am Tag kommen ja hier bis zu 7 Projekten, das sind bis zu 7 Parts. Und ich will das jetzt einfach runterschrumpfen, dass wir dann eben täglich nur noch einen Part haben und dann auch noch am Tag von verschiedenen Projekten, oder sagen wir mal 2 Parts, weil es wird immer ein Projekt geben, was ich täglich ausstrahlen werde, und der Rest wird sich dann eben auf Montag, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag und eben einen Samstag ausweiten. So wird es dann aussehen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß hier bei Gamerscheck LP. Ich hoffe, ich habe euch damit einen Gefallen getan. Mir persönlich hat es einen Gefallen getan, denn damit kann ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit investieren in die Qualität der Videos, oder vielleicht sogar mehr Zeit investieren in Videos für die O's, weil die sind ja auch gerade am Start. Die gehen ja los, da sind schon ein paar Dinger raus, Spoiler-TVs und so weiter und so fort. Könnt ihr ja mal drauf gucken, wenn es euch interessiert. Es wird natürlich noch weitergehen, wir haben noch viel vor mit den O's, und ja, da möchte ich ja auch gerne qualitativ gute Videos liefern. Bitte seht's noch nach, das sind so unsere ersten Videos, und ich muss sagen, die Soundaufnahme zumindest von den ersten beiden Videos ist ein bisschen scheiße, aber das lässt sich ja alles noch bessern. Und ja, und das war es eigentlich schon, was ich euch mitteilen werde. Also es wird jetzt nicht mehr, ihr seht es dann, ich werde das auch extra noch meinen Banner auch umstrukturieren, dass eben ihr das auch im Banner als Übersicht habt, wann wie was kommt, dass ihr dann eure Projekte immer findet. Und so möchte ich das gestalten, und ich möchte dann eben, wie gesagt, im Laufe der Zeit, wenn ich abgearbeitet habe, zum Beispiel The Witcher oder Far Cry 4, oder dass ich dann immer dann, ne, dass wir dann weniger Projekte haben, dann ich muss mich auch ein bisschen zurückschrauben. Ihr seht das sicherlich ein, das bringt ja sowieso nichts, so viele Parts, so viel könnt ihr ja gar nicht gucken. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich glaube, ich mache da genau das Richtige damit. Ihr könnt ja mal euer Feedback unten in der Videobeschreibung geben, wie euch das gefällt. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.
und zuhören. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, beziehungsweise ihr freut euch drüber, dass ich doch diesen Schritt gehe aus meinem, ja, wie soll ich sagen, aus meinem Sturkopf raus, weil diese ganze, es muss täglich was kommen, ist mein Sturkopf schuld. Und ich merke aber auf Dauer, jetzt arbeite ich 3 Jahre an diesem Kanal hier und irgendwie komme ich mir gerade vor wie in den ersten 2 Wochen mit den Aufrufen. Und ich denke mir mal, dass das bestimmt daran liegt, dass es einfach zu viel Content ist. Und ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, das Ganze wird sich jetzt im Laufe der Zeit so entwickeln. Also es sind jetzt noch Projekte, die noch täglich laufen. The Ark bleibt sowieso. Ich muss das jetzt alles irgendwie unter Dach und Fach bringen. Das wird sich jetzt mit der Zeit einpegeln. Ich werde es, wie gesagt, im Banner oben manifestieren, dass ihr das immer seht, im Überblick habt, wann, wie, was, wo läuft. Und ja, da würde ich sagen, mit der Zeit, da fitzt sich das hier schon ein. Und das kriegt man schon irgendwie gebacken. Und ja, würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann bei der nächsten Info oder beim Let's Playen oder bei den O's. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.